Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu unserer heutigen Veranstaltung. Der heutige Abend findet statt in Kooperation mit dem Architekturmuseum, wo gerade bis zum 20. Oktober noch die Ausstellung Bengal Stream zu sehen ist. Und wir wurden angesprochen vom Architekturmuseum, ob wir nicht was dazu machen wollen. Diese kleine Filmreihe, die wir hier zeigen, die steht jetzt nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit sozusagen der Architektur in Bangladesch, sondern es geht eigentlich mehr um das Leben in Bangladesch und dass man so einen Eindruck auch von der filmischen Seite bekommt. Weil Bangladesch ist, glaube ich, oder auch überhaupt die Kulturszene in Bangladesch ist hier eher weniger bekannt, möchte ich sagen. Genau. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Abend Shaheen Dil Riaz zu Besuch haben mit seinem neuesten Film Bamboo Stories. Und ich möchte ihn noch herzlich begrüßen und danke. Ganz kurz vorstellen. Er ist in Dhaka, Bangladesch geboren und hat sich schon sehr früh eigentlich angefangen für Film zu interessieren und hat dort mitgearbeitet bei dem bei einem Kurzfilmfestival, International Kurzfilmfestival in Dhaka und hat auch schon sehr früh als Filmjournalist gearbeitet. Er ist dann über das Goethe-Institut zu einem Austauschprogramm nach einem Stipendium nach Berlin gekommen und ist dann dort geblieben und hat dort sowohl an der FU zuerst studiert und dann an der Filmhochschule in Babelsberg und hat dann auch recht schnell, also sein erster Abschluss, sein Abschlussfilm war Sand und Wasser, genau 2002. Dann zu seinen bekannteren Werken gehört der Korankinder 2008 und Eisenfresser 2010, obwohl nee, der war früher 2008 auch, ja genau, 2010 hat er dann den Krimi-Preis gewonnen. Er hat sich viel auch mit Coming-of-Age-Filmen beschäftigt, hat auch viel fürs Fernsehen gearbeitet und dort auch einige Kurzfilme der Vorführer, den ich auch sehr mag, der natürlich auch sehr zu uns im Kino passt, gedreht und vielleicht soweit erstmal zu dir. Und danke. Genau. Noch vielleicht einfach zwei Sätze vorweg und. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass der Film hier in Filmmuseum gezeigt wird. Das ist eine Ehre. Und danke auch Sie, dass Sie gekommen sind. Und dieser Film hat schon einen gewissen Bezug zur Architektur, weil mir ist aufgefallen, dass dieses Jahr die Exponate, die da gezeigt wird, bei der Ausstellung sehr viel Bambus als Material verwendet haben. Insofern doch nicht so weit. Der Film hat auch einen Kinostart am 14. November. Davor gibt es noch ein paar Previews. Auch in Wiesbaden werden wir zeigen am 26. Oktober. Wenn es Ihnen den Film gefällt, können Sie weiter Werbung machen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß und nach dem Film bin ich dann da für Ihre Fragen. Es gibt ja noch einen anderen kleinen Bezug, habe ich vergessen. Dein Vater war Architekt. Genau, richtig. Ja, genau. Ja. Architekt und Bauingenieur, beides eigentlich. Ja, genau. Genau, also gibt es doch noch einen Bezug. Okay, gut. Danke. Ja, danke. Bis nachher. Ja, schon ein sehr beeindruckender Film, weil am Anfang denkt man so, die große Reise ist eigentlich die Reise auf dem großen Fluss und daher wird einem doch nochmal klar, dass eigentlich von dort aus, wo die Bäume gefällt werden, also die Bambus gefällt wird, bis er dann sozusagen überhaupt erst zum Fluss kommt, ja auch genauso eine beschwerliche große Reise ist. Wie lange dauert das insgesamt? Also erstmal bis das von den Bergen bis zum Fluss kommt und dann nachher die weitere Reise? Also im Wald selbst wird jeden Tag abgeholzt und jede Woche machen sie Samstag oder Freitag, je nachdem wie die Zahl der Bambus sind, machen sie sogenannte, so einen Rutsch halt. Mhm. Dann wird alle Schleuse geöffnet gleichzeitig und davor werden in diesen Stauseen alles angesammelt und dann kommen irgendwie 50.000 Bambus oder 100.000 Bambus runter. Mhm. Und das läuft eigentlich die ganze Saison durch. Die haben ungefähr ein Jahr Zeit, um das alles abzuholzen, was so abzuholzen gibt. Und dann aber diese Kette geht weiter, weil diese Flusswege, das übernimmt die Flößer. Dann, die kommen auch eine Gruppe nach dem anderen. Es gibt verschiedene Händler, die kaufen 50.000, 30.000 und dann machen sie ihren Floß und dann ziehen weiter. Und es läuft eigentlich die ganze Jahr durch, bis diese Saison zu Ende ist, an einem bestimmten Gebiet. Und dann fängt eine nächste. Die müssen warten 3 Jahre, bis die Bambus nachwachsen. Erst dann dürfen sie wieder dort
machen. Das heißt, wenn man sagt, 30.000 Bambus, eine Woche wahrscheinlich und dann zwei Wochen bundeln, also große bundeln und dann der Floß entsteht und dann ist die Reise wieder 3 Wochen. Oder in dem Fall war es 13 Tagen, weil es kürzere Strecke war. Und du warst die ganze Zeit mit dabei auf dem Floß? Oder? Wir haben in 2 Drehphasen gedreht. Der erste Teil von Dreh war im Winter eigentlich. Wir haben die Flöße zuerst gedreht. Und dann haben wir 6 Monate später im Monsun im Wald gedreht. Jeweils 3 Wochen. Flöße war es länger. Da war es 2 Wochen und dann ungefähr 5 Wochen. Und im Wald war es kurzer. Das war, glaube ich, 3 Wochen. Und man denkt ja eigentlich, ist es so eine einfache Geschichte, irgendwie den Abbau des Bambus bis hin dann zu seinem Bestimmungsort. Aber eigentlich erzählst du in dem Film unheimlich viele Geschichten, eben, ja. Indem du sozusagen die Leute, die Flößer, die Abholzer und auch so zwischendurch erfährt man immer noch andere Geschichten. Und was hat dich sozusagen, was hat dich dazu bewogen, den Film, oder was hat dich daran an dem Thema jetzt so interessiert, dass du diesen Film gemacht hast? Oder was war dein Auslöser für dich, den Film zu drehen? Also ich persönlich interessiere mich schon Arbeitswelten, verschiedene Arbeitswelten. Meine früheren Filme haben auch einige damit zu tun. Da versuche ich, verschiedene Perspektiven zu zeigen, die mit diesen Arbeitswelt zu tun haben. Und hier war auch eine besondere Arbeitswelt. Und natürlich, es gibt auch einen typischen Charakter der Reise, die diese ganze Strecke hat. Und das Thema hat mich nicht jetzt gleich am Anfang angesprengt. Ich wusste davon wenig. Die Redakteurin hat mich angesprochen, ob ich über dieses Thema was machen möchte. Und die meinte, das Thema passt mir gut. Und dann habe ich das recherchiert und habe ich sofort gesagt, ja, mache ich gerne. Und das sind 2 Aspekte. Erstmal diese Arbeitsstimmung im Wald und Fluss, die Landschaften und auch die Strategie, wie die Arbeiter eigentlich mit ihrem Beruf umgehen und was hat das für eine Auswirkung auf die Familie und die Menschen, die ihnen nahestehen. Und diese Flusserreise ist auch ein bisschen so wie meine. Also wenn ich weg bin, dann beschwert sich auch meine Familie und leiden meine Familienmitglieder. Es war immer so und bei denen ist es auch nicht anders. Ist schon Fragen aus dem Publikum? Oh, ja. Danke, geduldige Zuschauer. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Eine Frage, waren die Arbeiter nicht überrascht, dass sie sich dafür für ihr einfaches Leben, also es sind ja ganz einfache, arme Leute, interessiert haben? Und haben die, waren die nicht verwundert, so nach dem Motto, wer will denn diesen Film sehen oder so? Also wie haben, oder haben die da gar nicht nachgefragt? Doch, waren schon etwas verwundert, aber das ist bei mir immer so. Die Leute verstehen nicht, warum ich den Film mache. Selbst mein Vater versteht nicht, warum ich überhaupt die Filme gemacht habe. Und noch unverständlich ist, dass die Deutschen dafür auch so viel Geld zahlen. Die Perspektive der Arbeiter oder diese Menschen, die in ihrem prekären Lebenslage existieren, ist auch wirklich nicht sehr bekannt. Also viele waren etwas verwundert, diese Bilder zu sehen von Wald. Also so großes Wald in Bangladesch gibt, glaubt auch kaum jemand, weil man eigentlich aus der Stadt kommt und nicht den Rest des Landes richtig kennt. Und das sieht natürlich auf der großen Leinwand viel größer aus, als es jetzt wirklich ist. Aber ich glaube, die Menschen dort unten sind sehr, sehr dankbar, wenn sie merken, dass Menschen wie wir für sie interessieren. Und interessieren auf eine Art und Weise, nicht wie die Journalisten, die da hingehen und ein paar Fragen stellen und was aufschreiben und ein paar Fotos knipsen und dann abhauen, sondern wir haben mit denen gelebt. Und das war für sie etwas Neues, dass dieser banale Alltag plötzlich für uns von Interesse ist. Aber mit der Zeit verstehen sie auch, warum. Wir erzählen natürlich über uns, über unser Leben oder unsere Arbeit. Also es passiert eigentlich so gegenseitig gewissen Austausch. Und ich sage immer, was wir in einem Filmteam erleben, können wir wahrscheinlich maximal 10% auf den Film rüberbringen. Rest ist unser Erlebnisse und das ist natürlich eine großartige Bereicherung. Moment, da ist eine Frage.
Vielleicht brauchen Sie kein Mikro, sonst musst du nicht rennen. Ich glaube es. How many people from Germany went there to help you out in this task? In this case, there was not that much. I hope everybody understand English. Otherwise, we have to translate. Yeah, okay. The sound recordist was in the winter phase. Someone from Austria for a few days, and rest of the time was a sound recordist on spot. And in the forest, we had completely one sound recordist, Bengali sound recordist, who live in Dhaka, and he walked with me. So this is the only person, I am the only person who were from Germany in the team. Rest of the team members were from Bangladesh. I mean, the cinematography I did myself, the sound recordist was there, only this Austrian guy, and the production manager who was organizing all these things, he was also from Bangladesh, and the driver we took from the area. So it was a very short team. Ich würde vielleicht noch eine Frage stellen. Yeah. Und zwar, im Film kommt es ja so ein bisschen rüber, als ob das Bambus nicht mehr so gefragt ist, als ob es nur für arme Leute ist. Und, aber man hat ja eigentlich so den Eindruck, auch hier in Europa, dass Bambus immer mehr als nachwachsendes, nachhaltiges Material eigentlich immer mehr nachgefragt wird. Kannst du dazu was sagen? Oder was? Ja, es ist aber sehr unterschiedlich im asiatischen Raum. Es wird natürlich Plantage gemacht in anderen asiatischen Ländern, riesige Plantagen. Das ist dann natürlich ganz anders. Und das hier ist so kleinere Wälder, die so etwas ursprüngliche Art und Weise abgeholzt wird. In Bangladesch selbst gibt es keine richtige Industrie, die diese Bambus als Ressource nehmen und was verwenden wollen. Das ist tatsächlich nur die armen Menschen, die sonst nicht das Geld haben, um Beton zu kaufen und auch so Haushaltsgegenstände. Das ist einfach traditionell so, dass sehr viele Sachen aus Bambus gemacht wurden. Ansonsten ist es gibt natürlich sehr viele Firmen, die Bambus als Material verwenden, in China, in Thailand, in Kambodscha oder Vietnam. Selbst IKEA liefert mittlerweile Möbeln aus Bambus und so weiter. Also das wird viel mehr und das ist natürlich sehr lukratives Geschäft. Aber in Bangladesch selbst oder in Indien, das ist an der Grenze zu Indien, das ist, glaube ich, nicht so verbreitet, dass diese Bambus für industrielle Zwecke verwendet wird. Ich hätte zwei Fragen, und zwar zum einen, wie viele Kameras waren denn im Einsatz, als Sie gedreht haben, wie diese Bambusstämme da den Hügel hinabgeschwemmt wurden? Weil das sahen erstmal nach richtig vielen Kameras aus. Und die zweite Frage wäre, ob Sie und Ihr Kamerateam dann auch tatsächlich mit diesen Menschen auf dem Floß dort gelebt haben oder ob Sie nachts dann woanders übernachtet haben? Die Kameras, es gab nur eine Kamera gleichzeitig. Wir hatten nicht mehrere Kameras gleichzeitig. Also in dem Schnitt natürlich sieht als ob mehrere wäre, aber das war nur ich. Und das war immer unterschiedliche Orte, unterschiedliche Ecke, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Tage auch teilweise. Aber das haben wir so geschnitten, dass nur in einem Fluss ist. Man könnte natürlich mit mehreren Kameras drehen, wäre auch möglich gewesen, aber es wäre für unser kleines Projekt zu aufwendig und hätte mehr Leute dann gebraucht. Das konnten wir uns nicht leisten. Dann gab es natürlich Drohnen. Die haben wir dann separat gedreht und das war natürlich nicht gleichzeitig, dass wir unten noch was gedreht haben, sondern die Drohnenaufnahmen sind separat aufgenommen und da haben wir einfach sehr, sehr konzeptuell gearbeitet, welche Bilder wir brauchen und wie wir es drehen. Ja, zur Übernachtung. Wir haben auf dem Floß schon übernachtet die ganze Zeit, aber während der Dreharbeit im Wald hatten wir in der Nähe eine Kleinstadt, wo wir ein kleines Hotel hatten, wo wir jeden Tag hinfahren konnten.
Aber Floßdreh war komplett auf dem Floß, auch über Nacht. Und diese Gefahr von Piraten sind wirklich nicht Fiktion. Das ist wirklich real. Und wir hatten auch Angst gehabt, dass sowas passieren könnte. Wir sind extra in eine Strecke ausgestiegen, weil es besonders gefährlich war. Und dann sind wir später nochmal eingestiegen, nachdem diese Strecke vorbei war. Es gab ein Drehteam, Fotografenteam, die 2000 oder 2001 mit demselben Stringer gedreht haben, also mit demselben Typ, der uns sozusagen das organisiert hat. Und sie wurden angegriffen von den Piraten. Und aber sie hatten so keinen Unfall oder so. Sie haben sogar einen Pirat geschnappt und Polizei übergeben. Aber das war schon eine sehr dramatische, gefährliche Situation. Die könnte jederzeit auftreten, wenn man merkt, dass es da was zu holen ist. Das heißt, die Piraten, die wollen dann das Bambus haben oder die wollen, also die überfallen und wollen das Geld haben? Geld haben, ja. Aber jetzt wird weniger Geld, haben sie jetzt nicht mehr also in der Hand. Vorher war es so, dass sie immer Bargeld dabei hatten, die sie mitgenommen haben. Und jetzt überweisen sie es telefonisch. Und das macht es jetzt natürlich etwas weniger lukrativ, aber trotzdem, wie der erzählt hat, das kommen halt drittklassige Piraten, die auch Klamotten oder einfach Handys klauen und abbauen. Ja. This, workers, how much do they earn per month, these bamboo workers that you met? They get a monthly salary. They work for a merchant who buys regularly bamboos, so he got these employees as rafters, and they get, I think, 10,000 taka per month. And they get some extra if they can sell the bamboos in good price. You know, as you saw in the film, there's some bargaining. If they can bargain better, so they will get some commission on that. But normally they have a fixed 10,000 taka monthly salary. Food and everything, they are paid extra. But this minimum, this is very, very little. So, ich wollte nur fragen, dass wenn Sie dort übernachten in einem Fluss, ich meine mit den armen Leuten, was haben Sie auch dort so gelebt, wie die anderen Leute gelebt? Ja. Oder was war Spezialbedingung für Sie? Was ist Ihre Erfahrung dort? Das wollte ich hören. Das war genau so, wie er beschrieben hat, auch für uns. Es gab keine Toilette, es ist halt die Toilette, die man gesehen hat. Und das ist das Wasser, das wir auch zum Kochen benutzt haben. Aber Trinkwasser haben wir zugegeben, haben wir mit Flaschen aus den verschiedenen Häfen abholen müssen, weil wir konnten uns nicht leisten, krank zu werden. Weil wir sind schon Stadtmenschen, also besonders ich war sehr besonders anfällig, deswegen wollte ich nicht riskieren, aber auch die anderen, die in der Stadt leben, der Tonmann und der Production Manager, wir haben alle das Wasser aus der Flasche getrunken. Ansonsten alles, was die Flößer gegessen haben, war auch. Wir hatten auch eine kleine Hütte wie die und dort haben wir auch in Schlafsäcken geschlafen. Es war nachts kalt schon, aber Gott sei Dank sind wir nicht krank geworden. Aber es war auch schön. Es war manchmal wunderschöne Landschaft und Vollmond und es ist wirklich traumhafte Szenarien. Und tagsüber war nicht so warm. Das war im Winter halt, so Dezember, so ungefähr 25 Grad. Es war eigentlich sehr, sehr schöne Reise. Es ist auch manchmal langweilig, weil irgendwann ist es sehr monoton und wie man auch gesehen hat, die haben nicht allzu viel zu tun, wenn es nicht Strömung ist. Der fließt halt und sie hocken da und warten, bis zum nächsten Hafen kommt, um zu verhandeln und weitere Verkäufe zu machen. Es war eigentlich sehr angenehm auf dem Floß. Also ich habe auch eine Bemerkung, und zwar, das muss ja eigentlich jeder wissen, dass das Bambus als Rohstoff in den letzten, also ich bin jetzt schon eine alte Dame, aber ich weiß das seit 20 Jahren, dass also das immer mehr Bedeutung gewonnen hat, Bambus als Rohstoff.
und sei es zum Bauen, also als Baumaterial, aber auch als, weiß ich, Gegenstände unseres täglichen Lebens, also hier in Europa. Ich weiß, wie viele Bretter oder was man so im Haushalt auch hat oder Gegenstände aus Bambus. Und da wollte ich eben fragen, dass es, so wie Sie das mit dieser Ernte und mit diesem Her, also mit der Ernte, ja, wenn ich es mal so sagen darf, yeah, ob Sie da eine andere Bilanz haben als zum Beispiel mit der Abholzung des Regenwaldes. Es ist ja so, dass der Regenwald nicht nachwächst. Mhm. Und ob die das vielleicht auch die oberen Leute, nicht die einfach nur diese schwere Arbeit tun, sondern dass da auch Gremien sind, ja, die das so irgendwie in der, ich nenne es mal Ökobilanz, überwachen oder überhaupt, wie, ich weiß, dass Bambus schnell wächst, ich habe auch im Garten genügend Bambus und muss man auch dagegen angehen manchmal. Ja. Ich wollte mal fragen, wie das jetzt mit Verbrauch, also oder kommerziell im Vergleich zu dem Nachwachsen ist. Ja. Und ob man das so verantworten kann oder ob das auch nachher Raubbau ist oder so, das wissen Sie ja wahrscheinlich. Ja. Also diese Wälder sind unter der Aufsicht von Forstbehörde und sie beobachten ganz genau, wo was wächst und sie schützen auch zum Teil, soweit es geht, von den Eindringlingen und auch Raubabholzung oder sowas. Das wird auch gebietweise gepachtet. Also wenn man sieht, ein bestimmtes Gebiet ist jetzt reif ist, um abgeholzt zu werden, erlauben sie das. Ansonsten wird es gesperrt und da darf auch niemand da rein. Und wirtschaftlich gibt es so Vorwürfe von den Waldpächtern, dass es nicht gut ausgenutzt wird. Also die Regierung vernachlässigt offensichtlich. Die könnten eigentlich viel mehr da gebrauchen mit dem Bambus, aber sie haben wenig Interesse, weil die wissen, dass es nicht so wahnsinnig wirtschaftlich ist. Also es verkauft sich nicht gut. Man kann zwar viele Bambus rausholen, aber wenn es nicht verkaufen lässt, dann wird es billig und dann ist einfach die Arbeit dann sich nicht mehr lohnt. Genau, das ist das Problem, glaube ich, in Bangladesch besonders. Ich trage jedenfalls diese Bambussocken sehr gerne, sehr angenehm. Ja, also Textilbereich haben sie auch, glaube ich, sehr viel jetzt Bambusprodukte, also überall eigentlich. Das wird sich in industriell natürlich sehr interessant sein, wenn man jetzt vor Ort in dem Land darauf aufmerksam wird. Aber ich glaube, es hängt auch davon ab, wie viel man liefern kann. Es gibt auch ein Problem mit Bambus, dass es eine bestimmte Zeit später gewisse Blumen gibt und nach dieser Blütezeit stirbt das ganze Wald oder das ganze Parkgebiet und dann geht es 5 bis 7 Jahre und in der Zeit, was soll man da machen? Also die Arbeiter wandern da weg und dann hat man hinterher Probleme, dass diese Abholzer nicht gibt. Also Bambus ist natürlich schwer abzuholzen, wie der auch der Pack da gesagt hat. Also das ist das Problem auch für die Industrie, dass es nicht sehr zuverlässig ist. Sie können nicht darauf verlassen, dass es jetzt in den nächsten 20 Jahren laufen wird. Moment. Da vorne kommt, hinten gibt es noch eine Frage. Did or will the characters on the film get to watch this finished product on their own lives? Yes, they have seen the film, but a rough version, of course. But we are planning to show the film to them maybe end of this year or next year when I'm able to be there so that they will get to see the complete version of the film with music and all that, but they have seen the rough version without proper sound mixing and music. At one point, one of the workers took some bamboos with him to his house. Yeah. Did he suffer repercussions for that or something? Yes, I do consider these kind of things beforehand. I consult with them, of course, and the statement of the worker himself was that I don't care, and
That's exactly the reason why I said it. I want him to see this film to know that what I did. So he actually want to confront with his boss through this film. And he doesn't care what he thinks, because it is not like that, that the boss will throw him out and he will have trouble. But the boss is also dependent on him, because he's one of the very experienced workers who knows the whole thing very well. So he cannot afford to throw him out. So that's a kind of power bargaining. And that statement was deliberately made by him. This is his version, his own statement. So I don't worry about that. Was war dein Lieblings, also deine beste Erinnerung, als du es gedreht hast? Also ja. Die schönste Erfahrung, die du gemacht hast, zum Beispiel beim Leben auf dem Boot oder wie auch immer? Ja. Puh, sind so viele, so kleine, ich weiß es gar nicht. Also auf dem Boot, auf dem Floß war schon sehr beeindruckend, diese Stimmung. Also wenn man nie gearbeitet hat, einfach mit den Leuten gegessen hat, gesungen hat und einfach Landschaft vorbeiziehen ließ und diese Mondschein und so weiter. Es ist schon sehr archaische Stimmung. Die hat mich schon sehr beeindruckt. Das wird mir sehr lange in Erinnerung bleiben. Und im Wald auch unangenehme Erinnerungen wie Blutegel gebissen zu werden und dauernd von Moskitos gestochen zu werden. Und ich und mein Tonmann konnten anfangen gar nicht laufen. Wir sind immer rumgerutscht auf diesen glitschigen, bergigen, hügeligen Wege. Und wir mussten später Leute holen, die unsere Geräte manchmal getragen haben, damit wir überhaupt laufen können. Also das war schon sehr beeindruckende Erlebnisse, einfach Naturgewalt und die Natur, also schöne Seite der Natur, das hat mich beides sozusagen geprägt. Und diese Momente sind nicht jetzt spezifisch fest, also kann ich nicht festmachen, sondern so allgemein die beiden Stimmungen, das hat mich schon sehr mitgenommen. Hier fest. Ja, bitte. Vielen Dank erstmal für den sehr interessanten Film. Mir ist aufgefallen, dass es eine Stunde dauert, bis zum ersten Mal eine Frau zu Wort kommt. Und ich habe mich gefragt, ob das eine bewusste Entscheidung war oder einfach der Tatsache geschuldet, dass es halt in diesem Bambus-Business einfach keine Frauen gibt. Und dann, als zum ersten Mal eine Frau richtig zu Wort kommt, erfahren wir, dass sie einen Schulabschluss hat und eigentlich qualifizierter wäre, Geld zu verdienen für ihre Familie als ihr Mann. Und ich habe mich einfach gefragt, ob das ein Thema ist, das sie interessiert. Also das Verhältnis von Mann und Frau zur Arbeitswelt. Und Ja, also zur ersten Frage. Es ist tatsächlich so, dass in dieser Arbeitswelt kaum Frauen tätig sind. Nur ein paar Tagelöhner aus der Teeplantage, die manchmal beim Stausee bauen helfen. Ansonsten im Wald arbeitet keine Frau als Holzfäller. Auch auf dem Floß gibt es keine Frau, die als Flößer arbeiten würde. Warum wir denn trotzdem Film so gestaltet haben, dass die Frau, man konnte natürlich die Familiensituation vorher auch zeigen, ne? Man könnte auch, aber wir haben einfach beschlossen, die Welt dieser Männer auch so zu zeigen, wie es eigentlich dominiert, ihr Leben. Ihr Leben dominiert von dieser Arbeit, nicht von ihrer Familie. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen sie eigentlich in diesen Arbeitsplätzen. Deswegen wollten wir einfach ihre Welt erstmal vorstellen und dann durch sie ihre Familie kennenlernen und die Konflikte, die dann auch vorhanden sind, auch mitzuerzählen. Bildung. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich Ort zu Ort, aber es ist allgemein ein Klischee in Europa, dass die Frauen eigentlich nicht in die Schule gehen oder wenig in die Schule gehen, wenig Bildung haben. Die Realität ist manchmal auch wirklich umgekehrt, dass die Männer nicht vernünftig Bildung haben. Und Männer können sich auch leisten, das zu verweigern. Ein umgekehrter Fall, wenn die Kinder, also wenn die Mädchen in die Schule geschickt wird, dann gehen sie in die Schule. Das ist nicht so, dass es die Mädchen irgendwie verweigern können und Haushalt machen wollen.
Die Jungs konnten das schon und meisten haben sie ja gesehen, dass die Schule eigentlich für die langweilig war. Sie sind abgehauen, das war nicht nur ein Fall, sondern mehrere Fälle. Auch in Afghanistan habe ich erlebt, dass die Frauen mir gesagt haben, die Europäer kommen hier und sagen, schick die Mädchen in die Schule. Wir würden sagen, schick diese Männer in die Schule. Dann werden wir ein bisschen besser drauf hier in den Familiensituationen. Also ich glaube, das ist so eine Perspektivsache. Man kann so oder so sehen. Es gibt natürlich auch Familien, sehr konservativ, sehr nicht nur religiös, sondern einfach traditionell so, dass die Frauen arbeiten oder die Frauen in Außenwelt nicht gerne gesehen wird. Also das ist auch der Grund, warum viele Frauen, viele Mädchen nicht in die Schule gehen können. Aber es ist nicht überall so. I just wanted to say, you really represented the beautiful part of Bangladesh. You know, I never knew that there's so much wild beauty there. I really enjoyed it. Many, many thanks. Thank you. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Und, ja. Genau. Vielen Dank nochmal, dass Danke. Du gekommen bist. Und genau, wir wünschen dem Film viel Erfolg. Also, dass er jetzt hoffentlich auch in die Kinos kommt und auch anderswart zu sehen ist und dass Sie es auch gerne weitererzählen. Genau, danke. Machen Sie viele Werbung, wenn es Ihnen gefallen hat. Wir haben noch ein paar Previews jetzt vor der Kinostart im November. Wir sind sehr dankbar, je mehr Zuschauer ins Kino kommen zu den Filmen. Die Dokumentarfilme haben immer schwer im Kino. War es eigentlich schon auch fürs Fernsehen gedreht? Oder? Ja, der Film wurde ursprünglich für Fernsehen gedreht. Mhm. Das ist ein Zweiteiler für Arte und SWR. Das wurde auch gesendet, aber es ist ganz anders geschnitten und ganz anders montiert und also gestalterisch auch anders rangehen. Das ist einfach formatierte Zweiteiler, die dürften wir auch nicht anders machen, aber die Kinofassung dürften wir so machen, wie wir es wollten. Das ist die Hauptsache, ja. Okay, danke, ja. Gerne, vielen Dank fürs Kommen und für die Einladung.